Jo, moin, im heutigen Clash-Radio gibt es mal ein Format, was es seit gefühlt, gab es das jemals schon auf meinem Kanal, eine Ladder-Wette gegen Floby. Das heißt, wir werden beide anfangen, Ladder zu spielen und wer am Ende höher finisht, beziehungsweise höher ist, nach circa einer Stunde, kriegt 10 Subs, 50 Euro umgerechnet, extrem nice, check gerne Floby aus, ist auf jeden Fall oben in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst mich gerne wissen, wollt ihr sowas öfter sehen mit anderen Pros, feiert ihr das, weil es ist im Stream überraschend gut angekommen und schreibt gerne rein, feiert ihr, dass es uncut ist. Beziehungsweise ist es jetzt 1 Stunde 15 Video circa. Ich finde es einfach sehr, sehr nice, weil früher, wo ich diese Ladder-Duelle vor allem bei Trimax geguckt habe, ich weiß, da gibt es ein Video Trimax gegen Bochum-Fan. Ich feiere es einfach, vor allem Trimax gegen Bochum-Fan, Floby gegen Bochum-Fan bei Trimax. Ich feiere es einfach ganz entspannt am Nachmittag was zu essen und nebenbei diese ganz langen Videos zu gucken. Aber schreibt gerne Feedback rein, wie ihr es seht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, es uncut zu lassen, aber wir können es nächstes Mal natürlich auch wieder auf 15 Minuten zusammenschnippeln. So, dann kurz noch Werbung in eigener Sache. Ich habe jetzt einen Zwei-Kanal, einen Gaming-Kanal, wo alles rum um Gartic Phone, Fall Guys, andere Games kommen, die wir antesten. Vielleicht auch mal eine Runde Brawl Stars. Also, wenn ihr diesen Content auch feiert und nicht nur mich für Clash Royale feiert, könnt ihr gerne den ersten Link in der Videobeschreibung betätigen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich würde sagen, ich wünsche euch wirklich viel Spaß. Es war ein unfassbar knappes Duell und es ging um 50 Euro. Also, wir wollen kein Geld verlieren. Viel Spaß, rein da. Wollen wir Stichverschluck machen oder so? Ja, wo? Okay. Nö, einfach so. Einfach 3, Okay. 2, 1 und dann. Okay. Okay. 3, 3, 2, 1, Papier. Schere. Okay. Fuck, woher wusstest du Du das? Ich fängst wusste an, nicht, du dass fängst du. an, du fängst an. Fang an, okay, ich fange an. Okay. Ich spiele mit Golem. Ich spiele Sappy. einfach mit dem Deck in meinem Profil. Oh Gott, mein Handy ist fast leer. Ich muss schnell anschließen. Ich spiele mit dem Deck in meinem Profil. Womit spielst du? Bin Mauerbrecher, wir müssen tryharden. Oh, ja, klar. Es ist ein Full Tryhard-Duell. Also, ich gewinne natürlich. Aber Full Tryhard, ja. Also, okay, Chat, wir machen mal, ihr macht mal, weiß ich, wenn Mod Bock drauf hat, macht mal eine Abstimmung, könnt ihr gerne auch bei Mod machen. Was ihr glaubt, wer gewinnen wird. Ich würde gerne das Ergebnis Eine der Wette. Abstimmung sehen, tatsächlich. Eine Wette brauchen wir, glaube ich, nicht machen, aber wir können mal eine Abstimmung machen. Was glaubt ihr, wie ist die Chance? Eine Wette, ach komm, ihr wollt eine Wette, okay, komm. Scheiß drauf. Ja, wir machen einfach eine. Oha. Holy, wie reich. Wir machen keine Wette. Bin mal gespannt. Und wir brauchen eine Abstimmung. Kann irgendjemand eine Abstimmung machen? Ich würde es gerne wissen. Ich habe einfach, Oh wer gewinnt das Duell? Und ja, habe dann ich bin Antwortmöglichkeit gerade 1 ja gekommen. reingeschrieben, Antwortmöglichkeit 2 nein. Perfekt. An der Stelle. So, wir haben eine Wette hier. Ich lese die Subs dann später Einer vor. gewinnt, Danke schon okay. mal im Voraus. Wir sind abgehoben geworden. Okay. Kennst du den? Ich kenne ihn nicht. Ich habe Achso, du noch bist nie schon im gegen ihn Game. Okay. gespielt. Okay. Ja, ich bin im Game. Ich habe noch nie gegen den gespielt. Ich habe den Namen auch noch nie gesehen. Ich Ja. wüsste gar nicht, wer das ist. Karl. Karl, ja, aber ein anderer Karl. Oh, ich hoffe, der spielt keinen Lavahund. Das wäre mir nicht so, wär nicht so nice, wenn er jetzt gleich Lavahund spielt. Hätte ich nicht so Bock drauf. Ist voll langweilig jetzt, gut. Ich muss halt warten jetzt so. Es ist voll kacke, Mann. Nicht so nice. Ja, hätte ich jetzt eine Nightwish auf der Hand, dann würde ich jetzt Golem. Ach komm, wir machen Golem fürs Play. Wir machen Golem fürs Play. Ach Ich so. habe keinen Bock zu warten. Lambaloon. Geil. Ja. Perfekt. Ich weiß nicht, ob die Seppis das so waren. Ist der Turm nicht trotzdem down? Und die Ja, Seppi das, sterben? die Seppis sterben an der Bombe, ja. Geil. Das war so ziemlich das Schlechteste, was man hätte machen können. Ah! Chillig, ja, gut. Ja. Ja, geil! Das war GG's. Oh Mann, ey. Ja, aber. War geil. Ja. Aber Ja. ist noch nicht verloren, ist noch nicht verloren. Man kann das Nein. noch comebacken. Klar. Comebackable. Klar. Der hat nichts gegen Prinz. Er muss wahrscheinlich jetzt einen Bowler committen. Ach, das Deck ist das. Ich gar nicht. Oh Mann, ey. Ja, ich glaube, das ist winnable noch. Ist winnable. Ich glaube nicht, dass wir das verloren haben. Also for reals. Ich glaube, ich gewinne das noch. Ach nee, jetzt muss ich noch Bett setzen. Das sieht ja sehr, sehr gut aus für dich. Ja, eigentlich kann man. Ist eigentlich, ja. So schlecht sieht es gar nicht aus. Er kann halt nicht andere Lane pushen, das ist so bitter für ihn. Machen wir das sehr Weil genau. er wird eigentlich jetzt so gerne links irgendwie Ding pushen, aber er kann es nicht, weil der Turm 81 HP hat und das wäre so wasted einfach. Junge, was ist jetzt bei ihm los? Ihr müsst mal sagen, ob die Musik laut ist oder zu leise. Wir wollen nicht nur Floby hören. Geiler Hit. Cool.
Ja, der Hit schmeckt jetzt nicht so doll tatsächlich. Boah, ich hasse Bowler, das ist so eine nervige Karte. Ja, ich glaube, das habe ich verloren. Eventuell. Ja, das war's. GG's. Musik passt. Okay, danke. Ja. Danke, Matic. Sehr, sehr nice. Freeze Tornado reicht, ne? Naja, true. Das war's. Ja, das war's. Geil! Ey, das ist so dumm als Golem-Spieler. Du kannst einfach nicht. Du musst eigentlich gefühlt jedes Game 2 Minuten warten, wenn die Gegner jetzt machen. Das ist so scheiße, Alter. Weil ich hatte einfach keinen Bock zu warten. Das ist so. Das ist die einzige Scheiße als Golem-Spieler. Du musst einfach warten. Du kannst kein First Play machen, weil du einfach sonst das Game verlierst. Das ist doch scheiße, oder? Ja, ist echt scheiße, Mann. Das ist voll unfair. Die sollen mal Golem buffen. Geil. Oh, mega. Okay, wir gehen rein. Ja, wir gehen rein. Wir gehen rein, ne? Komm. Wie läuft das Duell ab? Wir spielen abwechselnd, gucken dem anderen zu und es geht darum, seine Spiele halt zu gewinnen, so wie ich gerade nicht gemacht habe und ja. Der Typ ist so räudig, der spielt Spell Cycle. Der hat mich letztens GG-Board auf Twitter. Echt? Oh, das ist krass. Er hat nur Spells auf meinen Turm gehauen. Okay. Hast du da auch Mauerbrecher gespielt? Ich weiß gar nicht, was ich da gespielt habe. Ich glaube, ich habe irgendein anderes Deck gespielt. Okay, das wird ganz, ganz ernst jetzt. Aber was für eine Variante ist das? Die alte, die man kennt? Ja, vielleicht spielt er mit dabei was anderes. Nee. Der hat First Play gewartet und Nado auf Mauerbrecher gespielt. Der spielt zu 100% genau das Deck. Ja, oder? Ist das X-Boom? Nee. Mit Nado? Mal schauen. Geil, Junge! Ja, Mann! Bitte mehr davon! Richtig geil! Warte mal, der wirft in Single Elixir einfach einen Feuerball auf deinen Turm. Ja. Geil, das war ja richtig stark. Hä, das war ja super schlecht. Der Digga, der Typ ist halt Hardkacke, ne? Hä, das war ja so schlecht. Ah, du spielst mit Hunter, die Variante. Ja, sonst, weil jeder spielt Davon und Golem. Gegen Beatdown. Mhm. Wie lange haben wir Zeit? 21 Uhr. 21 Uhr. Gegen hast du eben gespielt? Nein, gegen habe ich nicht gespielt. Nee. Achso, du meinst vorher. Ja. Achso! Achso, ja. Ah, ja, achso. Gewonnen einfach. Ja, geil. Ja, okay. Das sind die Leute, die ich haben will. Ey, ich glaube, er kann das noch gewinnen, wenn er noch 7 Rockets rüber cycelt und 3 Feuerbälle, dann kann er den Turm noch holen. Geil. Ich glaube, das ist noch winnable. Gegen den hast du verloren. gegen den habe ich verloren. Hast du irgendwie Alzheimer? Ich hab ja nicht gegen den gespielt, der Chat lügt einfach. Die haben das erfunden. Ich hab nicht. Aber vielleicht hat irgendeiner von denen aus dem Chat gegen den gespielt. Oder traust du in der Community nicht zu, auf 6000 irgendwas zu sein? Geil! Doch. Hast du wirklich? Guck nach. Ja, ich kann gleich nachmachen, aber ich glaube, ich das schon nicht. Digga, die Rakete. Ah, der Typ ist. Das ist schon schwierig, sein Deck. Was macht der eigentlich gegen den Royal Giant? Ich weiß nicht. Also in Single Elixir so. Der Typ hat nur Bats und Skelette. Ich glaube, sein Deck ist eher Troll. Aber wogegen gewinnt er denn? Ich verstehe das nicht. Das gegen ist ja irgendwelche... so wie sein Deck. Keine Ahnung. Ja gut, gegen X-Boom gewinnt er. Ja, vielleicht auch gegen Hawk oder so, keine Ahnung. Wirft halt nur Spells rüber, eine Tornado und Defense. Ja. Ja, GG, Junge. Das war ja ein richtig geiles Game. Ach so, der hat gegen mich ein anderes Deck gespielt. Ach so. War gerade 187 Leben, oder was? Ja, war ein cooles Spiel. Hast echt stark gespielt. Der Gegner hat stark gespielt. War Spaß gemacht zuzuschauen. Chillig. Ich hab gegen den gespielt mit Elva Skami. Geiles Game. Sehr, sehr nice. Ja, Mann, das pusht die Confidence. Geil. Ah ja, ich hab echt gegen den gespielt. Gegen mich hat der Lockbait Inferno Tower gespielt. Mit Doppelbarrel. Chillig, Digga. Der trollt einfach irgendwie. Genau. Ja, ich glaube, er ist einfach kacke. Ja, das ist sehr gut möglich. Sehr, sehr gut möglich. Oh, ich will jetzt nicht... Ne, ich kann gar nicht nochmal gegen ihn spielen. Ich habe ja vor 3 Matches gegen ihn gespielt, glaube ich. Vor 2 Matches. Elva Skami, ja, ist ja egal gewesen. Der war einfach Inferno-Turm in der Defense und dann... Buff Inferno-Turm. Nicht so nice. Ja, Inferno-Turm definitiv, muss gebufft werden.
Boah, schwierig. Do you think Zappies will be nerfed? It's too broken. Yeah, maybe a little bit. Maybe a little nerfed. Was denkst du? Nein. Also ich finde jetzt nicht, dass sie zu broken sind. Nee, die werden nicht genervt. Ich glaube eher andere Karten werden gebufft. Und ein, zwei andere Karten genervt. Jo. Aber ich finde es voll schwierig zu sagen, was jetzt aktuell die beste Karte im Spiel ist. Wenn so eine, also gut, Fischer vielleicht, aber... Hunter, Ritter. Hunter, Fischer, Ritter, ja. Wahrscheinlich so. Cannon Card ist auch broken. Ja, aber Cannon Card ist nicht so broken, dass sie jeder spielt. Also sie war... Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo jeder Cannon Card gespielt hat. Das war richtig... Nerf Golem. Ja, Golem ist natürlich auch ein bisschen zu schwach. So. Achso. Prinz Brücke. Mit Bats. Das ist ja das Game, was wir hier sehen wollen. Ja, das ist... Er spielt auch Golem. Er spielt auch Golem. Ah, cool. Golem... Ich habe keinen Fischer. Ärgerlich. Golem... Skelettarmee. Golem. Ja. Oh, wie gut. Wir sind beide so gute Spieler. Einfach Achtelix hier hin und Nightwitch dahinter. Jetzt die Frage, wer spielt den besseren Bomber? Der gewinnt das Game. Ich will den besseren Bomber spielen. Also Ich spiele den besseren Bomber jetzt. Das ist der bessere Bomber. Oh ja, ich habe den besseren Bomber. Oh, Digga, was ein Scheiß. Oh, was? Oh Gott, der Bomber ist ja... Oh, geil, er retargeted. Das ist nicht so nice. Und der Golem ist dran und er geht in Führung, oder? Ja. Aber du hast einen Counterpush. Geil. Oh. Was hast du für ein Spell in dem Deck? Nee, du. Alter, das war gut gemacht von ihm. Wenn der, oh, der Bombe überlebt mit 0 AP. Hat er was? Nee, er kennt Zeptum down. Och, Junge. Ah, nee, du noch. Okay. Oh, jetzt hast du den nächsten Übersprung. Und das sollte er nicht mehr gewinnen können. Ich hab halt keinen kleinen Spell. Das ist das einzige Problem an diesem Deck. So, wenn ich gegen Doppel-Bait spiele oder so, dann muss ich ziemlich weird spielen oder ziemlich doll aufpassen. Was ist das denn jetzt? Kann er das machen? Wahrscheinlich ja, weil ich habe keinen Bomber. Ja, ich meine, er hat Bomber, deswegen kann er das verteidigen. Oh, nee, Dicker. Er macht es schlauer als dich. Ich spiele die Nightwitch einfach direkt hinterm Golem. Hä, wie dumm? Ja, wo ist die, dass du Lightning hast? Keiner kennt dein Deck, Digga. Ja, okay. True. Guter Aspekt. Was gewonnen. Zappies sind ja so OP. Ja, Zappies sind. Es ist halt so eine Karte, die halt manchmal so richtig krass wird. Und in manchen Matchups ist sie so richtig useless. Wenn die Gegner so mega Ratter spielen, bringen die einfach so gar nichts gefühlt. Oder wenn der Gegner irgendwie Feuerball hat, dann sind sie auch irgendwie jedes Mal down. GG, Bro! Strong. Ja, wie stark. Das war echt stark gespielt, Junge. Stark. Ich habe plus 36 Pokale bekommen dafür. Alter, wie krass. Wie geil, 36 Pokale gegen so einen okay, nächstes Game. Guten Spieler, ey. Oh, eine Minute geschätzte Suchdauer, geil. Morten ist noch in Führung, beziehungsweise wenn du jetzt das Game gewinnst, in Führung. Wahrscheinlich schon, ne? Kommt da drauf an. Ja, ich hätte das erste Spiel nicht, ich hätte den Golem nicht spielen sollen, aber ich hasse es halt zu warten, so grundsätzlich. Das ist so ein Problem. Ich bin Beatdown-Spieler und du musst als Beatdown-Spieler eigentlich einfach immer warten bis zum Lixier, aber ich hasse es zu warten, Klischol. Das ist einfach so eine, weiß nicht. Hast du das eigentlich auch, dass das dich so in den Fingern kitzelt, wenn so ein Spiel startet, du eigentlich gar keinen Bock hast, die ganze Zeit zu warten, oder hast du es gar nicht? Nee. Ich hab das komplett. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie anders bin als andere, aber ich hab das so hart. Jo, du bist anders. Wenn ein Game startet, dann. Muss ich eine Karte spielen. Habt ihr das auch, Chat? Schreibt mal eins in Chat, wenn ihr das kennt, diese Krankheit. Zwei, wenn ihr es noch, wenn ihr es, also wenn ihr sagt, klar, was. 1-1-1-1. Okay, viele ja, einige nein. Ich spiele halt gegen den größten X-Bogen-Schwitzer, den es gibt in Early Season, Junge. Oh, Digga, was? Oh Gott, jetzt sehen wir einen X-Bow-Spieler, der das ganze Game defensiv die Tesla spammen wird. Oh Mann. Oh Mann. Das wird nice. Ja, merke ich. Du hast die Hunter-Variante, das heißt, du hast keinen Bombenturm, ne? Ja, Bombenturm, ich habe keine Bats. Ah, cool.
Aber ist, glaube ich, trotzdem nicht so nice das Matchup. Aber mal gucken. Der Tester nervt halt ein bisschen. Der muss sich minern. Unsere Goldmine im Leather-Business. Moin, Flo, wie das geht? Moin. Oh, moin. Ja, das Deck, das Golem-Deck ist tatsächlich ganz nice. Also ich kann euch das empfehlen, wenn ihr einfach ohne Gehirn ein paar Games gewinnen wollt, dann spielt das Deck auf jeden Fall. Aber man muss ein bisschen aufpassen, also ein bisschen Gehirn braucht man sogar. Weil man hat kein Spell gegen so Bait-Decks, da muss man recht smart... Oh mein Gott, was hast du da getroffen gerade noch? Eisgeist, Lock, Skellies. Eisgeist, du hast Skelette, Eisgeist und den Bogenschützen getroffen. Du hast einfach drei Sachen getroffen. Ist auch nicht mal ein gutes Holz. Desto länger es gehen geht, desto besser wird's, weil ein Triple kann ich in meiner Feuerball cyclen. Ja. Wie? Ja, eigentlich ja, aber wie willst du das gewinnen? Wie bisher hat krass, du. Also, jetzt geht er mir hart auf den Sack. Er spammt ja wirklich die ganze Zeit nur Tesla. Was ist denn das jetzt? Ja, er führt durch Lock. Ja. Geil! Hä? Wieso hat der mal auf euch den nicht, ist er nicht getroffen? Null? Ja, das passiert immer irgendwie. Junge, es ist das 100. Lock. Okay. Wahrscheinlich jetzt Expo links machen. Brauche einfach nicht. Wie zum 100. Mal. Junge! Also, WTF. Geil. Das wird ein kniffliger Hase. Ja, den Play Miner auf Tesla finde ich auch sehr spannend. Aber das ist nicht bad, weil er den Tesla clearen muss, damit er Mauerlöcher an uns arbeiten kann. Ja, wenn ich Miner auf Turm mache, kommt X-Bogen, dann habe ich ein Problem. Ja, scheiße, ja. Wir müssen jetzt reingehen. Guter Ritter. Okay, 300 Damage ist eigentlich immer ganz okay in so einer Situation. Okay, jetzt. Ich habe bisher noch keinen X-Bogen gespielt, ne? Er spielt halt wirklich keinen X-Bogen. Er macht halt nur Dings-Cycle. Hä, er wird dich doch niemals mehr cyclen, ist er dumm? Ja. Wenn der Eisgeist immer wartet, dann schon. Wenn er immer Eisgeist setzt und dann Ritter. Ja, aber das ist doch voll teuer und das kann er ja nicht jedes Mal flawless machen und offensiv muss er ja immer Feuer bewerfen. Ja. Okay, er kann jetzt halt Pressure machen. Ja, okay, das ist jetzt halt. Aber wie gesagt, er muss ein X-Bogen spielen. Aber ohne X. Also hätte er es weiter so gemacht, hätte er verloren gehabt. Oh. Verlegt er aber auch gerade jeden in meiner. Er hat gewonnen. Wegen eines Logs. RIP, Junge! Okay, er hat gut gespielt am Ende. Alter, holy shit, das ist ja richtig dumm, Mann. Also er hat das ganze Game kein X-Bogen gespielt und dann am Ende musst du halt offensiv gehen mit meiner Feuerball und dann wirft wieder ein X-Bogen und deswegen gewinnt er, weil du dann so defensiv teuer verteidigen musst. Mit Bats gewinne ich das, aber mit Hunters schwierig. Ja. Gut, nächstes Match. Wir sind wieder gleich auf. Wir sind gleich auf, Chat. Mein Floppy, kannst du mir Ladder Deck empfehlen? Hab grad kein gutes. Also wenn ihr Ladder Decks sucht, allgemein, auf gewissen Trophäen oder so, dann benutzt wirklich CRP. Weil uns zu fragen, ist immer so eine Sache. Ihr habt wahrscheinlich irgendwelche Karten, die ihr besonders gerne spielt. Ihr habt vielleicht manche Karten auch gar nicht maxed. Jeder hat individuelle Präferenzen. Und geht einfach auf CRP. Da kann man super easy sich die besten Decks mit genau den Karten, die man spielen möchte oder mit denen, die man zum Beispiel nicht maxed hat und so weiter, dann, dass die nicht drin sind, kann man sich perfekt die Decks zusammenbauen. Perfekt, wirklich. Geht einfach auf CRP. CRP, genau, ja. Genau, das ist die Plattform. Wie viel Pokale hatte ich Vorsprung am Anfang? 13? 13, ja. Okay, ich habe immer noch 13, aber du bist jetzt im nächsten Game. Oh, okay. Ja, wir sind exakt gleich nach 2. Er spielt Lockbait Tesla normalerweise. Lockbait Tesla. Ja, und er hat richtig viele Pokale.
Richtig viele. Aber der ist auch mega gut. Achso. Ja, ich weiß. Wenn ich das gewinne, kriege ich irgendwie 44 oder sowas. Also der ist richtig hoch. Richtig, richtig. Okay, ich weiß, was das spielt. Gegen den habe ich neulich zweimal gespielt. Ich habe beide Male gewonnen. Obwohl das Matchup fast unmöglich für mich ist, weil er beide Male am Ende gechoked hat. Das Problem ist in diesem Matchup, ich habe halt kein, kein Spell gegen Kobold fast. Ja, und Princess wird immer eine Edung. Oha! Die Chain, Junge! Die Chain are insane. Ich finde, Electus wird so broken. Gegen Nachthexe vor allem. Rocket plus ja. Electus Build. Ja. Okay, mal schauen, wie du das anstellst. Man muss es sehr weird spielen, aber ich kann es gewinnen. Digga, nervt doch jetzt nicht, connect am Tower jetzt. Okay. Omega Lul Tesla. Okay, Nachthexe stirbt. Das ist so OP, ne? Das ist echt so krass. Aber ist gut gemacht von ihm. Aber er hat bis jetzt kaum Damage bekommen. Keine Ahnung wieso, aber er hat... Hä? Das war irgendwie nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Das war ja Hardcore-Bad, Digga! Ich weiß auch nicht. Ich glaube, er weiß, er kennt mich, das Deck irgendwie gar nicht. Obwohl ich das jetzt schon dreimal gegen ihn gespielt habe. Er weiß nie, dass ich keinen kleinen Spell habe. Das rafft er irgendwie nicht. Ja, aber selbst wenn du kleinen Spell hättest, er wusste ja, dass du Tornado im Cycle hast. Naja, klar. Also das, ja, klar, aber dann hätte er hätte vielleicht darauf gehofft, dass ich halt ohne Tornado verteidige und deswegen hat er das so gespielt. Kaum. Aber. Ja, du hast recht, es war so oder so wert. Aber jetzt habe ich halt eine gute Situation, ne? Und er spielt auch mit Tesla, das ist halt auch gut für mich. Er kann auch nicht reingehen mit Ritter Kobold gegen, wenn er kommt einfach ein fetter Bomber. Nee, das Einzige, was er machen kann, ist reingehen mit Ritter Kobold fast einem. Ist das der Tesla? Jetzt geht er rein. Okay, jetzt wird ein bisschen Damage, aber nicht viel. Alter! Aber das ist ja halt jetzt ein fetter Push, ne? Ah, der eine Spear-Gobold, der muss jetzt eigentlich ein defensives Barrel werfen. Okay. Er hat jetzt, okay, ich glaube, er kriegt's verteidigt. Nee, oder? Oh, ja. Oha! Okay. Okay, gute Defense, aber die Princess ist jetzt dran für einen Hit. Ein Hit, ja. Geht aber klar für mich. Aber ja, okay. Jetzt kann man vielleicht einen Log. Ja. Okay. Jetzt geht er links rein. Das macht Sinn. Aber nicht so, wie er es macht, glaube ich. Aber er kriegt halt den Golem relativ easy defended, so, ne? Ah! Das war halt schwierig, ne? Ja, Tornado reicht aber. Oh, ich hab gemisklickt. Oder? Oh, was? 1 AP! Okay, haben wir gewonnen. Oh, Mann. 1 AP, aber haben wir gewonnen. Oh, Mann. Ja, weiß ich, also, letztes Mal hat er mit dem Ferntor gespielt. Jetzt hat er jetzt die letzten beiden Male mit Tesla. Ich krieg halt 41 Pokale. Mit Tesla ist es gut für mich. Junge, du kriegst die ganzen Highbobs. Ja. Ich krieg richtig, der war so hoch, Mann. Das war insane. Okay, ich kann mir echt vorstellen, dass du ihn jetzt auch facest. Und gegen dich wird er jetzt gleich so richtig überkrass spielen. Wenn du ihn facest. Das wäre mir nicht so nice. Würde mich nur Rocket cyclen, hab ich nicht so Bock drauf. Aber ich glaube, hätte er den Ritter da mal hinbekommen, dann wäre es ziemlich knapp geworden. Er hat der Connect hat es halt gemacht. Ah, Spiel gegen Buffle! Fle. Das wollen die alle von mir. Leute nicht. Ja, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Leute sich alle umbenennen mittlerweile. Das ist halt. Du kannst dich halt in Clash Royale einfach umbenennen mittlerweile für Red Gems. Das ist halt. Ja. Geil. Dadurch weiß man so oft nicht, wie die Leute heißen, weil die Leute sich ändern. Umbenennen. Ich habe übrigens mal geguckt, es wurden schon wieder so viele Leute gebannt am Ladder. In der letzten Season. Also Rakandava. Ja, wie Platz 9 und 10 oder so. Oder 13 und 14, irgendwie sowas. Zwei wurden gebannt einfach. Jo, Rakandava wurde für Windtrading gebannt. Ja. Ach, für Windtrading wurde er gebannt. Mhm. Wait, what? Jo. Er hat mit seinen zwei Accounts gewinntradet. Hä,
Hä, wie geil, dass, wir, dass die Leute für Windrain gewonnen werden. Ja, ich spiele gegen das Karl-Deck. Okay. Drei Super Morten gerade, weil einfach der kleine Bruder von 8 HP. Ja. Ich, ist, die, der Clip ist, ich habe den immer noch so vor Augen. Jedes Mal, wenn es um 8 HP geht. Dieser Clip damals, das war so sick. Aber es ist krass, den kennen halt echt viele Leute nicht. Ich habe das gemerkt, als Morten und ich bei Gartic Phone haben wir immer 8 HP geschrieben, wenn es um Schurbel ging. Diese so Leute wie Rezo oder Reef oder so, die haben halt natürlich keine Ahnung gehabt, wen wir meinen mit 8 HP. Ich habe irgendwie immer so, ich habe immer so gedacht, solcher Strobel ist bekannt für 8 HP, also jeder kennt ihn so unter 8 HP, aber actually halt nur die Clash of Hustle, das ist mir dann einfach mal so aufgefallen, du. Ich find's nice, und Lava Loon ist echt geil, geiles Deck. Ah, wir haben ein ganz cooles Matchup. Stimmt, du hast spielst mit Hunter die Variante, ne? Mhm. Die Feuerball hier. Das ist gut, das Matchup? Jo. Wenn du das sagst, ich würde das 100 von 100 mal verlieren gegen Lava Rakan. Glaub ich. Rakan Lava ist sehr nice. Aber ich muss sagen, die Variante von Rakan Lava finde ich auch die ekelhafteste von allen. Ja, der Typ spielt ja. Der Typ spielt hier ja eine andere Variante. Er spielt die Karl-Variante. Ja, die ist cool, die ist voll sympathisch. Die Karl-Variante ist echt einfach sympathisch. Die erinnert mich einfach an, diese, an dieses Old Classic von damals, so, aber das hier ist einfach irgendwie. Also, das von Rakan Lava ist einfach. Ja, irgend so eine neue, hingerotzte Variante. Ich fand die nicht so nice. Okay. Die kennen ja auch gefühlt schon Strobel nicht, natürlich, Digga. Also, what the fuck, bist du lost? Die kannten vielleicht Morten, mich und Bixby nicht so, aber natürlich kannten die Chef Strobel, hä? Was labert ihr denn? Cool. Chef Strobel ist ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Casual-Business. Der macht ja alles. Der macht ja Variety-Content, so wie Trimix. Chef Strobel ist so berühmt. Ja. Durch Braun. Wer kennt ihn nicht? Ja, ja, ich hab gewonnen. Rasieren. Sein Feuerball-Predict. Aus. Oh, voll satisfying. Danke für dieses Geschenk, Morten. GG's. Das war cool. Let's go. Ey, das war satisfying. Das ist auch ein gutes Matchup. Das ist wie so ein One-Tap in der Sheriff. Das ist einfach satisfying. Aber wir reden nicht über gestern. Ich würde sagen, nächstes Game. Du bist über mir. Ja, weil ich halt gerade 41 Pokale bekommen. Ja. Und du hattest doch von Anfang an einen Rückstand. Das heißt, Morten Royal muss jetzt erstmal hoffen, dass du verlierst und ich muss auch hohe Gegner bekommen. Ja. Oh, der ist wieder gut dabei. Der ist wieder über mir, tatsächlich. Wie findest du Trimix als Person? Als Person mag ich ihn gar nicht, nur als Streamer ist er sympathisch. Ja, nur weil er Follow hat. Ja, ich mag ihn nur, genau, als Streamer ist er nur sympathisch, weil er Follow. Ansonsten. Geil, Ballon First Play. Ich verstehe solche Leute, die Ballon First Play machen und nicht mal einen Zap im Cycle haben. Das ist halt jetzt, das ist halt jetzt gefühlt gewonnen. Ich habe 3 Licks hier mehr. Digga. Diese 3 Licks hier mehr. Plus er kann nicht gegenpressure. Das sind 2 Aspekte, die. Okay, er spielt Golem Loon. Das ist jetzt, weiß ich, warum er das gemacht hat. Der Typ spielt dieses Golem Loon Rocket Deck. Ja, mit Exe! Mit Executioner. Ja. Geil, Digga. Das ist Random Deck. Ja. Oh, das ist so gut für mich. Ich auch, Blaubeer so. Okay. Weiß nicht, ob der Nado gut war. Was macht der Minion heute? Na, das habe ich gerade auch nicht erwartet. Der spielt doch nicht die Variante. Hilfe! Digga, ist viel Damage. Oh, das eine Minion clean für ihn alles ab, aber die 3 Bats. Oh. Ja. Warte. Das ist Turm down. Ja, Turm down. Hä? Aber. Ah, ich kann Lightning spielen. Hä, aber was ist das für ein Deck von ihm? Ich weiß nicht. Golem Klon ist es halt wirklich einfach Rohat auf hingekackt oder so. Der spielt Golem. Ja, er spielt Golem, Nightwitch, Loon, Klon mit Minion Horde. Er spielt nicht mit Executioner wahrscheinlich. What the f? Ist die Frage, was macht? Junge, kann er aufhören? Digga, man kann, dass man Leute nicht als Zuschauer muten kann, ist so dumm. Kann, wenn ich ihn mute, ist er dann auch bei dir gemutet? Nein. Nee. Okay, auf jeden Fall kriegt er deinen Turm. Der geht mir ja so auf den Sack. Er kriegt deinen Turm. Vermutlich ja. Och nee. Na, er hat Klon jetzt, oder?
Jetzt. Ah, benutze ihn nicht. Ah. Er braucht weiß noch, ich wie Worth. Er braucht noch einen Golem. Ja, dann lassen wir ihn das. Dann lassen wir ihn das jetzt halt. So verteidigen, ne? Soll ich das? Ja. Ja, muss ich. Ey, was? Hast du einen Tornado? Nö. Digga, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Was ist das für eine Scheiße? Muss ich das verteidigen? Der Typ macht Loon Minion Horde Klon an King Thor. Ja, ich hätte es vielleicht verteidigen sollen. Omega Lö. Ich hätte es verteidigen sollen. Ja, also. Keine Ahnung, der Typ macht den größten, den schlechtesten, dümmsten Start überhaupt. Aber er gewinnt halt irgendwie noch, weil er Minion Horde hat. Perfekt. Genau, Robert. Unschuldig. Wenn du 3 im First Play machst, ist es auch immer ein guter Play. Schwierig. Schwierig, Mann. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich dachte, ich muss das nicht mehr verteidigen, aber das war vielleicht falsch. Was machen eigentlich Berien und Bochum-Fan? Berien, weiß ich nicht. Und Bochum-Fan spielt halt einfach keinen Clash mehr. Der grindet, der grindet Basketball und Real Life. Der studiert. Ja, der studiert. Der studiert tatsächlich. Bochum, was, weißt du, was er studiert? Ne, irgendwas Schlaues. Irgendwas Schlaues. Bochum studiert irgendwas Schlaues. Also nächster wie Lavaloon. Okay, nächster Gegner. Hast, haben wir nicht. Wer ist das? Ich habe hab den Namen auch schon mal gesehen. Achso, das war es nicht der gegen den du gespielt hast mit Golem? Ja, der war übel hoch. Der war übel hoch. Ja, jetzt nicht mehr. Geil. Ja, jetzt nicht mehr. Perfekt, das ist. Ja, gegen den habe ich gespielt. Was hat er gespielt? Golem. Ohne Big Spell. Ja, stimmt. Alter, was für ein Gehirn hast du? Ich hätte mir das niemals. Normales. Okay. Okay. Golem Mini Packer Bomber mit Skelettarmee. Ich weiß ja nicht. Hört sich sehr, sehr nice an. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Reicht, ja, reicht, 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 reicht. Ich hab voll Panik. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Ja, kann King anmachen, wenn er gut ist. Okay, er macht es aber nicht gut. Ja, er hätte es auf Flawless machen können. Oh, ja. Er hat kein Big Spell, der Mann ist ganz gut. Golem. In the back. Bomber komplett nervig. Okay. Wird Bomber jetzt an die Brücke spielen? Oder? Er wird jetzt den Bomber spielen. Der schlägt aber bei mega bad. Na, ja, stimmt. Muss nicht mal ein Lock wasten, weil ich kann auch mit Spearcops Counter pushen. Ja. Und wenn der Hunter noch so einen richtig fetten Hit macht, ja man, geil! Oh mein Gott! Okay, das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Der Golem war bad. In Single kommt er nicht durch. Und der Bomber war auch schlecht platziert. Ja. Ja, 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 ja. Ritter an die Brücke? Warum war ich an die Brücke? Da sehe ich dich. Ja, damit er noch was setzen muss. Loggen. Er wird vielleicht Golem machen. Ja, er wird jetzt rechts hinten Golem setzen, oder? Ne, links hinten. Also rechts, ja. Okay. Ja, schon. Aber ich hatte es in der anderen erwartet, tatsächlich. Dieser Bomber, wie hat der da gerade gesplashed? Also der Bomber ist so random manchmal. Ja, stimmt schon. Oh, jetzt wird's geil. Oh mein Gott, der Hunter presst sich durch! Was war das denn, wie geil! Der Hunter hat sich einfach nach hinten gepresst, ist wie ein Firecracker hat er gerade gespielt, das war krass. Okay. Das einzige, wie er Damage gemacht hat, ist mit der Skami an der Brücke, geil. Okay. Ja, kannst du ihn nicht gefühlt schon finishen fast? Noch nicht. Noch nicht ganz, aber. Ja, er hat keinen Bomben am Cycle, das macht es relativ entspannt.
diese Hunter, die immer durch die Explosion. Oh mein Gott, das war so schlecht von ihm. Ah, der überlebt mit 0 AP! Okay. Perfekt, der Bomber killt einfach alles trotzdem. Aber mit der. Warte. Noch nicht, reicht noch nicht, ich brauch noch meine Hits. Zwei. Ja, oder zwei Feuerbälle. Ja, kann man wohl an Golden spielen. Oh mein Gott, was passiert hier? Das ist so weird, Champ, was der Typ ist. Ja, Digga, komm, er geht einfach auf, Mann, what the fuck? Ja, er denkt halt, er war erst tilted, du musst. Guck mal, er war richtig hoch. Er war auf 6330 oder so, wie hoch ist er jetzt? Die ist 6209, jetzt ist er unter 6,2. Ja, jetzt ist er richtig. Guck mal, der Typ ist so tilted, der ist so sauer auf dich. Der ist ja, so er ist sauer, aber es interessiert mich nicht, weil er Golem spielt, ja. Junge. Omega Lul. Neue Season 9. Und ich krieg eine Legendary Chest. Aber man weiß wirklich, dass der Hunter on fire ist, wenn er zum Firekrieger wird. So wie bei dir gerade. Das war insane. Der hat einfach den Golem gekillt, hat sich zurückgeboostet, nochmal den Mini-Golem gekillt, sich nochmal zurückgeboostet. Oh. Oh nee, das war doch der, der gegen dich getrollt hat. Der wird gegen mich jetzt wieder nicht trollen. Oh mein Gott, Noob of Clash aus der Noob Army. Digga, wer ist er eigentlich? Gegen dich getrollt hat. So ein Meme, Digga. Der Only Bait-Spieler war das, ne? Das war der Space Cycle Dude. Ja, aber der wird gegen mich wieder locken. Der BMt auch die ganze Zeit, das geht mir halt auf den Sack. Ah, ich, was du, ich hab das gar nicht gesehen. Alter, Hoshi! Lockbait wieder. Ich danke dir. Er spielt wieder Double Barrel. Gegen mich hat er Pre-Win, wenn er das spielt. Ich lese gleich die ganze Zeit. Warum spielt er Double Barrel? Ja, er spielt wieder Double Barrel. Wieso spielt er gegen Double Barrel, trollt gegen dich und spielt gegen mich wieder Double Barrel? Das verstehe ich nicht, das soll mir einer erklären. Hype ist vorbei. Ja, nee, der war nicht schlecht. Aber. Was willst du dagegen? Ja, macht der einen guten Job? Oha. Ja, aber eigentlich ja, ist, aber dieser eine, die haben irgendwie alle angegriffen noch. Ja, aber das lag daran, dass ich die zu weit hingespielt habe, weil ich hatte Full Elixier. Ich dachte, ich wollte nicht warten. Wenn ich den richtig time, dann hittet der einmal richtig alles. Was? 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 Oh, Bruder, warum sind die so kacke? Oh, hey, was? Ich weiß, dass ich Seppis habe, oder nicht? Aber... Was? Wie spät haben die jetzt? Digga, du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Oh, also nee, ich hab keinen Bock mehr, Junge. Er ist so schlecht. Oh Gott, scheiße. Och, Bruder, er ist wirklich so fucking kacke, Digga. Oh. Ja, nice, Prinz Brücke. Aber er kriegt einen Ritter raus. Der Ritter war gut. Ha? Aber ist noch ein Hit, oder? Oh. Egal, noch ist aller Tage noch nicht Abend oder so. Ja, noch ist aller Abende nicht Tag, ja, genau. Perfekt. Danke, Jana. Das ist echt ein guter Mod. Bomber rein. Aber er kriegt doch den Turm noch, oder nicht? Ja, safe, safe, safe. Safe, ja. Er hat ihn ja gefühlt jetzt schon. Oi, das ist. Oi, die Nachtdeckse macht nichts, oi! Und. Oh ja, okay. Jetzt mach ich den hier. Jetzt kommt Infernturm. Also, wenn er in die Mitte spielt, dann habe ich den. Okay. War ein guter Entfernung. Aber auch der ist schlecht. Ja, aber besser als so, guck. Ja, wobei, er war gar nicht. Vielleicht war der gar nicht. Ja. Wenn er jetzt aber nicht... ich hab bei der aktuellen Situation eigentlich sowieso das Game gewonnen. Ja, das, auf jeden Fall hat er dein Turm. Oder? Bomber komplett kacke. Bomber halt echt. Ja, also eigentlich kann ich das nicht mehr verlieren. Da muss jetzt wirklich ein harter Joke kommen. Nein, nein! Oh, ey, was? Oh, Scheiße, Junge! Da tut sogar er mir leid, so ein bisschen. Was ist das für ein Koboldfass? Hä? Ist das ein bisschen Baller? Also, klar, er kriegt's verteidigt, aber. Was soll's sonst machen? Ja, gut, okay, er kriegt halt kein Damage so, außer von Lightning. Er muss jetzt. Das Ding ist, er kommt nicht richtig durch. Der Bomber nimmt die komplett Tops. Er muss jetzt halt Skelett fast einen Knick machen und das bringt ihm nichts. Ja, macht er nicht mal. Ja, er kann das Game nicht gewinnen. Er kann es nicht mehr gewinnen. Es ist so unmöglich, er hat es verloren. Ja, der Golem Brücke. Er kann es halt wirklich nicht gewinnen. Ich brauche nicht mal. Ja, er hat auch aufgegeben. Er weiß es auch. Hä? Hä?
Ganz weirder Typ, ganz weirder Typ. Na gut, nehmen wir mit dem Win. Aber ich muss sagen, der Bomber hatte diesen Match extrem komische Sachen gemacht. Der hat so oft noch, obwohl er schon tot war, noch irgendwie eine Bombe gedroppt, die dann irgendwie eine Princess oder einen Dartkömmling gekillt hat. Ja, ist ja unverdient. Ja. Die kriege ich nämlich normalerweise gar nicht raus, jetzt. Ruben ist irgendwie ein bisschen schlecht, der Leder, habe ich das Gefühl. Komplett wurscht. Aber er ist Platz 60 gefinisht, also ich sollte ihn nicht fronten. Aber irgendwie ist Ruben nicht so gut in Ladder, aber es liegt ja daran, dass er die Ladder gespielt hat, glaube ich. Er hat einen 1er Finish. Ja, aber er hat... Gegen ihn haben wir heute auch schon gespielt. Ah, das war der Minion-Hort-Typ, der dich komplett hops genommen hat. Ah ja, das war der. Ja, der, das ist ja übelster Freeway für dich, oder nicht? Wobei, nee, ist nicht wahrscheinlich, oder? Ah. Also entweder du wirst ihn richtig krass ficken, oder er wird dich halt hops nehmen irgendwie. Ja. Was heißt hops nehmen? Er wird dich halt Golem fürs Plane oder so, aber... Okay. Ich hab Angst vor Golem, Nightwitch, Minion Horde. So Golem-Klon zu verteidigen ist nicht so einfach. Ja. Okay. Jetzt habe ich Angst, Digga. Keine 9K011-CRWX, was geht? Ja, was willst du jetzt? Was machst du jetzt eigentlich, hä? So. Ja, und jetzt irgendwie so und dann hoffen, dass es noch ein Hit wird. Wieso kriegt er so viel Damage? Ja. Ey, Mann, das ist wirklich. Das ist einer der krassesten Value Plays, den es im Clash Royale gibt. Mit Mauerbrechern kiten, mit zwei Elixier. Irgendwie ein Gefühl 10 Elixier kiten und dann noch einen Double Hit am Turm zu kriegen, obwohl da 5000 Truppen hinterher fliegen. Ja, wir muten ihn, Leute. Alles gut, entspannt euch. Ja. Würde ihn auch gerne muten, chillig, Digga. Ey, das ist wirklich so kacke als Zuschauer, dass du nicht muten kannst. Ja, es tut mir leid, Chat. Es tut mir leid. Ich mach kurz den Game Sound aus oder so, warte. Ach, Junge, Gegner ist wirklich, Digga. Nicht wir so machen geil. Den Game Sound kurz aus, Chat. Es tut mir leid. Es nervt ja so hart, was der da macht. Hä? Cool. Geil! Oha, der letzte Hit war ja so wichtig! Digga, wie broken! Holy shit. Ich dachte, verliere mein Turm, Hunter komplett OP. Okay, wir leben noch. Hm. Er macht einfach Lohnbrücke? Wird nicht funktionieren, wenn ich Hunter hab. Ja. Hä, ist der Turm nicht lost jetzt? Was macht er dagegen? Oh, der war geil! Ja, well played! Ah ja, die Flugmaschine auch noch! Ja, Mann! Mein Gott, das ist ja so unangenehm. Und der Typ hat gegen mich gewonnen, dem er einfach Loon Minion Horde Klone an King Tor gemacht hat. Alter, du hast ihn ja so zerstört. Du hast ihn ja so zerstört. GG's. Okay, sehr gut. Ja, Leute, ich beende ihn. Bleib entspannt. Verdient, so geil. Oh, einfach rein in die WM. Ja, rein in die WM bitte. Ingenious hat er gemacht, natürlich. Also so ein Spieler muss man auch einfach WM. Also anders. Also wenn es Leute gibt, die WM verdient haben, dann war es wirklich der Typ gerade. Ja, ja, das war es einfach. Okay, wie viele Pokale ich noch bei Abstand am Anfang war? 13 waren es, ne? Ja. Okay, jetzt. Okay. Junge, ich bin mittlerweile schon Top 100. Gucken wir mal, wie verbuggt ist die Liste? Okay, Platz 3 ist actually Platz 1, 6, 5. Wait, wie hoch bist du? Wie viel bist du jetzt über mir? Müsste ja. Knapp 50. 5, ja. 49. Ja, okay, das heißt, du bist jetzt in Führung, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gewinne und du verlierst, dann bin ich in Führung. Also wir haben so eine. Es gibt keinen Unterschied mehr quasi, weil ich irgendwie immer so hohe Gegner bekommen habe. Macht Sinn, und oder? Und das. Saleh Al-Harabi. Al-Harabi. Saleh Al-Harabi, okay. Ah. Ich hab. Das ist so als Golem-Spieler so eine ziemlich satisfying Starterhand. Wenn ich Nado statt Lightning hätte, das wäre perfekt. Ich habe einfach. Golem Nightwitch Lightning. Nightwitch Bomber. Okay. Und dann habe ich noch Lightning. Aber eigentlich wäre Tornado besser, weil es kann sein, dass er Hawk fürs Play macht, dann habe ich aber keine Nado mehr. Ey, du schaffst das, komm. Hey.
Ja, hoffen wir es. Ja, wenn ich jetzt. Achso. Wenn ich jetzt kacke, werde ich einfach Golem fürs Play gemacht. Nein, du bist ja nicht kacke. Das ist ja das Gute. Ich bin ja nicht kacke, ja. Ich bin nicht kacke zum Glück. Was ist mit Salami? Al-Habi. Nicht Salami. Ja, ich weiß auch nicht, wer jetzt hier gerade Salami rausverstanden hat. Ich hab. Was? Das spielt Inferno Dragon? Mega Knight, Inferno Dragon, Skelett Bird. Ah, das Deck. Mit Wizard? Mit Ballon? Achso, das Deck, stimmt! Das spielt auch immer. Ja. Ah ja, Ballon First, bleibt wieder ohne Grund an die Brücke und er hat kein Zap im Cycle und verliert schon wieder direkt. Hä? Och man, es ist so also dumm. Mit seinem Deck ist es halt wirklich verloren. Diese blöden Spieler, die immer irgendwelche Kalk First Play machen, ohne zu wissen, was du im Cycle hast. Das ist wirklich. Hä, aber wieso zappt man? Man packt den Zap aus seinem Cycle. Och man, es ist so und dumm. Und macht dann Loot Mine an die Brücke. Hä, das ist ja so schlecht. Junge, was soll ich das wissen? Er hat gefailt, denn. Schnell, ja. Sehr gut, genau das wollte ich. Sepp! Er klappt. Ja, ich glaube, er hat aufgegeben. Wie ja. Aufgegeben? Er hat jetzt verteidigt. Ich weiß ja nicht, ob das verteidigt ist. Ja, wenn er nichts setzt, dann verteidigt er es halt nicht. Geil. Ja, aber das Ding ist halt, er kann mit seinem Deck nichts setzen. Er hätte nur Magier oder so setzen können und ich glaube, Magier wäre es nicht gewesen. Hä? What are you doing, bro? LOL! Ach so, das, ja. LOL! Oh, ja, das ist ja actually true. LOL! LOL! Der holt den Hit nicht, oder? Oh mein Gott! Scheiße. Holy shit, das war actually close. Ne, du hast gewonnen. Ja, aber wer. Also, tut mir leid, aber wer Sepp durchcycelt und dann meiner Loon, ohne dass er weiß, was ich spiele, First Play an die Backe macht, der hat es doch einfach nicht verdient. Ja, das ist doch kacke. Egal, Angriff für 6-3. Das ist so unglaublich schlecht. So unglaublich schlecht. Ich bin auch auf 117 sogar, what the fuck. Aber gut, ist halt Early Season, da pushen kaum Leute. Ja. Weniger. Deswegen ist das nicht so. Das Feld ist sehr dicht, sagen wir es mal so. Sehr dicht. Wie lief die Klausuren bei dir? Ich konnte bei Morton Royal abschreiben, deswegen lief es sehr gut. Extrem gut. Jo. Danke, dass du mich erst abschreiben lassen, eine Klausur. Ist echt ehrenvoll von dir. Kein Ding, Mann. Nee, liefen alle super. Liefen alle super. Das Schwierigste war recht, aber das war auch. Lief recht gut. Ja, okay, tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Das tut mir leid. Okay. Wieder gar nicht. Hätte ich nicht bringen sollen, den hätte ich nicht bringen sollen. Ich studiere Sports Management. Tatsächlich. Und ja, den Studiengang gibt's. Und ja, ich komme aus Buxtehude. Und ja, die Stadt gibt's auch. So, Morton Royal. Ach, du hast ein Game. Sag doch was. Ich hab ein Game. Ja, perfekt. Ich hab's. Dich. Jetzt Nado King zu aktivieren. Ah, das ist schön. Hätte die King-Tor-Activation gefühlt, muss ich sagen. Okay. Ja, machst dasselbe wie Jona. Nö, Jona macht dasselbe wie ich. Achso. Ja. Wie wurde das jetzt entschieden? Hab ich entschieden einfach. Ich habe entschieden, dass er das gleich wie ich macht und nicht ich das gleich wie er. Hab ich aber entschieden. Autsch. Jo, Flobby, wie heißt nochmal das Elixier Mana? Es heißt Mana. Das Elixier bei LOL. Perfekt. Schade nicht. Fall Guys auf PC oder PS4? Nee, Mono und ich zocken Fall Guys auf dem iPad später. Okay, du hast einen Zuschauer nicht mehr. Das sind einfach verwandt. Geil. Ah, schade eigentlich. Nee, wir spielen tatsächlich auf PC, glaube ich, beide. Jo. Ich glaube, Morten mit Controller, ich mit. Maus. Du musst in jedem Zuschauer einen potenziellen Sub sehen. Ja, true. Ein Potenzial. Alter, danke für die Business Tools. Holy shit. Nicht, dass dein Professor zuschaut. Ja, nee, die.
die werden schon nicht zuschauen. Außerdem haben die mir erlaubt, dass ich von Mord Royal abschreibe. Oh Mann. Guck, und deswegen alles fein. Alter, was ist das da alles? Alles weg. Ah, der Drill! Der Drill. Oh. Wieso ist die Banditin? Oh, okay, wir kriegen das hin. Bitte nicht an den Miner gechurcht, das ist verschehen. Alles gut, wir kriegen das hin. Kannst du mal Wii Sports streamen? Ja klar, das war eigentlich auch, wollte ich schon immer mal machen. Klar. Wii Sports streamen, ja, das wäre eigentlich voll. Junge, das wäre, damit kann nicht alle Bahn durchbrechen. Das ist der neue Trend auf. Das wird der neue Trend einfach. Einfach Wii Sports streamen. Auf die Idee kam, glaube ich, noch niemand. Safe nicht, Digga, es hat safe noch niemand gestreamt. Glaube ich nicht. Lol. Perfekt, Digga. Da wollte gerade jemand seinen Clash Royale-Account verkaufen in meinem Chat. Cool. Oh, der connected! Oh! Oh, und alle Minions gehen down. That's huge! Ja, jetzt bist du. Nein! Oh, Bruder, es ist so dumm. Random Packer hinten. Egal, ich glaube, einer connected, oder? Ja. Jetzt mal kommt Hamburg rechts, glaube ich. Mhm. Erstmal Ghost wahrscheinlich. Jo. Junge, wo weißt du das? Weil ich vielleicht öfters gegen Packer spiele. Ah, natürlich. Es geht mir hart auf den Sack, wenn ich einen Kack-Cycle habe. Geil. Jetzt wird's lustig. Nur ohne Spaß, verstehst du? Ja. Das ist nicht cool, was da gerade passiert. Wie ist der Ewus in Turm Range? Das sah gerade so weird aus. Feuerball, wir haben nicht alles getroffen, aber wir haben ein bisschen was getroffen. Hä, wusstest du, dass der Minions spielt oder warum hast du da den Feuerball da gewonnen? Weil ich die Minions treffen eigentlich wollte, aber ich habe sie nicht getroffen. Ne, aber du hast doch den predicted, oder nicht? Nein. Also ich habe meinen Feuerball ready gehalten, weil ich wusste, er wird Minions bringen, aber ich habe jetzt nicht predicted. Fuck, was für eine Reaktion hast du bitte? Omega Dool. Digga, hä, hallo, was ist das denn jetzt? Hilfe! Da sind auf einmal zwei auf dem Feld von denen. Hä, was war das für ein Hit von dem Packer noch? Hilfe! Hilfe! Autsch, shit, Digga. Oh, fuck. Er hat Junge, stark. Wie viele? Er hat stark gespielt. Was war das für ein Match? Wie viele Truppen waren da auf dem Feld, bitte? Er hat sehr, sehr gut gespielt. Ja, der Typ hat auch einen 60er-Finish. Der ist nicht so bad. Der spielt auch öfters Top-Ladder mit Season. Ja, mein Gegner gerade war auch ziemlich gut. Der Mega-Retter Loon Magier-Spieler, der meiner Loon an die Brücke spielt, nachdem er Sepp gecycelt hat. Okay. Also ich verstehe wirklich, also das Ding ist, Luna an die Brücke fürs Play ist ja schon bad, okay, nach dem Selbstzeige so ist es fragwürdig, aber okay. Aber Luna meine an die Brücke? Das raff ich nicht. Das Leben ist nicht immer einfach, Digga, glaub mir. Würdest du sagen, dass Morten einen Plattfischen ähnelt? Jo. Was sind denn Plattfische? Wie sehen die aus? Finde ich schon. Weißt du, was Plattfische sind? Also wie die aussehen? Jetzt schon. Oh, jetzt auch. Sind ja mega hübsch. Aha. Warte mal. Ja, so ein Lauch bin ich jetzt auch wieder nicht. Oh, mega durch. Das sind Plattfische. Willst du eigentlich hier die Zeit irgendwie hinaus fordern? Nee, ich suche schon. Ich dachte schon hier, das ist hier ein Rigged. Rig-Format nee, jetzt. Nee, Rigging mache ich nicht. Rigging tue ich nicht. Ja. Also, ich erkenne gewisse Ähnlichkeit, aber.
Aber Morten ist halt ziemlich muskulös und das passt halt überhaupt gar nicht. Also nee, passt nicht. Passt nicht. Ich muss schon wieder fett los, Digga. Oh, du spielst gegen KK! Oh, wait. Holy shit, der Typ kann clashen, Digga. Der Typ kann clashen. Scheiße, der ist okay, der Typ, ja. Oh, mega durch. Ah, KK, wait. KK wartet. Das kann doch gar nicht sein, oder? Wie denn KK, dass er wartet? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, was er spielt. KK spielt doch eigentlich immer so Control-Decks oder sowas. So Lockbait oder so Cycle-Decks. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, was er spielt. Golem Bomber? Ist er hässlich? Rassismus, confirm, Digga. Wieso spielt KK? Okay, er spielt schlecht, er spielt falsch. Das ist... Er weiß nicht, wie er das spielen muss. Warum? Er hätte gerade. Naja, er hat Mega Minion und Baby Dragon in Seppis rein zu spielen, ist so dumm von ihm. Das ist so unendlich dumm von ihm. Weil er hat jetzt nichts. Er hat jetzt nur einen Lumberjack und der reicht nicht. Wenn er Bomber spielt, ist sein Turm down. Und er wird meinen Turm jetzt nicht holen. Und das alles ist nur passiert, weil er Baby Dragon und Mega Minion in meinen Seppi spielt, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Null. Gar nicht. Das ist das Schlechteste, was er hätte machen können. Okay. Aber gut, ich habe jetzt noch nicht erwartet, dass KK Golem spielen kann, null. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, was sein Plan war. Och, Digga. Er hat halt. Weiß ich nicht. Er hätte ja gut. Ich wusste das Replay gleich mal gucken. Wenn er Golem auf der Stadion hatte, dann hat er richtig halt reingeschissen. Er hätte einfach Golem bringen müssen. Ich hätte kein Golem. Nein, Digga, jetzt ist selbst er komplett kacke. Ja. Also, das war wirklich richtig schlecht von ihm. Aber. Ich weiß halt nicht, ob er das nicht wusste oder wie. Ja. Ich glaube, er spielt einfach nicht so wie Golem oder so. Oder hat keinen Bock auf Golem oder. Das war jetzt zum Beispiel nicht so bad für ihn, aber ist halt zu spät. Jo. GG's. Geiles Game, hat dir richtig Bock gemacht. Ja. Echt cool gewesen. Jo, du bist mega krass im Vorsprung gerade. Oder? Ja, wegen. Ich krieg schon wieder erst. Weißt du, wie viel Pokal er über mir ist? Ja, der ist auf 6-3. Er ist auf 6-3, 57. Ich krieg wieder 38 Pokale. Einer fragt meinen Chat, nutzt du die Dummheit Flobbys aus, um mehr Zuschauer zu generieren? Hä? Was? Ja, klar, das ist doch unser Businessprogramm, aber das darf doch jetzt nicht einfach so kommuniziert werden. Flobby, kannst du Morten snipen? Ja, klar. Du hast es verstanden, NMD. Wir spielen hier gegeneinander, miteinander, gegeneinander, um gegeneinander zu spielen, was? Und wir generieren Zuschauer. Und wir generieren Zuschauer. Das ist ja richtig geil. Ja, warte, du bist... Gut, die Frage ja, dort nicht halt... geantwortet. Bist du Dumpfluft 86, Digga? Ich hab irgendwie plus 38, plus 33, plus 41, plus 36, plus 34. Bro, seit wann hat Supercell das letzte Mal so gegönnt? Hä? Wir wollen, dass du wieder mehr clasht. Ich? Jo. Ja, mach ich doch jetzt. Mach ich doch. Ich hab den Falschen geschaut. Scheiße. Also ich werde in den nächsten Tagen ein bisschen, Hä? Schon wieder auf mich verklickt. Kann ich jetzt mal auf Mountain Royale das Game gehen? Spiel gegen Sir Starbalot. Ja, das ist, das ist ein krasser Typ. Also der ist wirklich gut. Jo. Besser als KK gerade. No front. Geil. Ich hasse Rekruten. Ja, ich auch. Der Typ spielt
der Typ spielt richtig, richtig defensiv und spammt immer seine Kanonenkarren. Das ist immer so sein Playstyle. Ich mag das nicht so gegen den. Ja, und das ist sein Signature-Move. Das ist sein Signature-Move. Dafür ist Sir Stabalot bekannt, meinst du? Ja, für den Move ist er bekannt. Der macht das auch nochmal im Game. Also, selbst wenn es nicht geklappt hat, macht er das nochmal. Das ist sein, also 1:1 der Signature-Move. Er spielt immer Kanonenkarre und wenn er weiß, der Gegner spielt Hunter, dann spielt er hier. Oh! Oh mein Gott, wie kann man so gut sein in diesem Game? Aber er muss doch einen Feuerball committen, das ist ein guter Trade. Wer bist du, Früchtefee? Ah, ich spiele über den Miner davon, predicted irgendwas. Mine zu einem schönen Döner-Teller ist einfach das Geilste überhaupt. Ich habe in den letzten 5 Tagen 3-mal Döner gegessen und ich bin so stolz drauf. Und davon war 1-mal Döner-Teller und der Rest war Dönerboxen. Und ich würde es genauso wieder machen. Döner ist einfach gut. Allerdings ist meine Familie ein bisschen komisch geworden. Mein Bruder ist auf einmal vegetarischen Döner. Hallo, Tim Timsen. Bobby, was ist dein Traumauto? Schwer zu definieren, weil ich habe jetzt nicht das eine Traumauto. Ich würde sagen, es gibt viele, die ich ganz nice finde, aber ich interessiere mich jetzt nicht so krass für Autos, deswegen kenne ich mich da nicht so aus. Dementsprechend könnte ich dir das jetzt so nicht beantworten. So Ferrari, Lambo und so. Achso, ich dachte, er meint jetzt ein Modell, weil da könnte ich ihm nicht beantworten. Wenn es jetzt um Marke geht, dann Mercedes. Mercedes finde ich. Wenn es jetzt um Luxusautos geht, dann wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Aber Mercedes ist nicht von SK so, also komplett unabhängig. Ja, ja, natürlich, unabhängig von SK natürlich. Weil mein Opa hat so einen Mercedes und den durfte ich früher als Kind immer fahren. Ne, den durfte ich, als ich meinen Führerschein gemacht habe, dann ein paar Mal fahren so und das. Ich habe das Auto auch immer geliebt. Ich bin früher mit meinem Opa gefahren und er hat dann immer andere Leute überholt und das fand ich so cool als Kind und ja, deswegen liebe ich Mercedes einfach. Mega Lul. Und was realistisches, also wenn du jetzt mal so daraus denkst, was du dir leisten könntest, keine Ahnung, weiß ich nicht, so schwierig zu sagen. Wahrscheinlich irgendwas im Mercedes-Bereich. Ja, mein Problem. Houston, wie der Kollege auch noch heißt. Aber was genau kann ich dir nicht sagen. Außerdem, ich glaube, wenn ich mir ein Auto kaufe, wird es frühestens in 3-4 Jahren sein. Weil ich davor werde ich. Oh, das lockt mal geil. Oh, well played. Schau kurz mein Aufladekabel. Ich habe gerade die ganze Zeit irgendein Stuff geredet, während du das komplett insaneste Game überhaupt hattest. Holy shit. Wir gehen ins nächste Game. Ich muss jetzt verlieren für Morten. Wenn ich verliere und Morten gewinnt, ist Morten, glaube ich, in Führung. Oh, plus 40. Aber dann sogar nur knapp. Plus 40 nehmen wir mit für die Confidence. Du hast auch plus 40. Junge, was haben wir für Gegner? Mann, das pusht richtig hart. Bobby und Morten, wie stark würdet ihr Golem dieses Season einschätzen? Also ich denke, Golem wird wie jedes Season irgendwie stabil dabei sein. Oh nein. Aber jetzt nicht das. Also jetzt nicht überkrass, aber würde auf jeden Fall dabei sein. Ja, aber er hat gerade ohne Fischer und ohne Cage gespielt, oder? Ja, er hat Karre-Rekruten. Karre. Ja, ich weiß nicht, ich mag nicht so gegen ihn zu spielen. Ich mag es nicht so. Ich habe ein gutes Matchup eigentlich, aber ich. Aber auch irgendwie nicht. Also irgendwie ist das Matchup gut und dann aber auch irgendwie nicht. Also es ist gut, aber dann auch irgendwie nicht. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie du das clashen wirst. Ach du Kacke. Ja. Der sieht übel dumm aus, der Lightning. Ist auch wahrscheinlich übel dumm, aber. Na, die Bats killen ihn komplett. Also du musst noch Bats setzen. Oh, nee, Mann! Achso. Das ist eine Doppel-Connection, oder? Nee, die Bats. Alter, mein Bomber hat so Ehre gemacht. Mein Bomber hätte auch einfach den Miner hitten können und ich hätte gefühlt verloren gehabt, das Game. Aber, nee, mein Bomber hat Ehre gemacht. Ganz stark gespielt. Oh, mega Lul. So, jetzt bin ich gespannt. Wie verteidigst du das jetzt? Gar nicht. Lässt du die Rikun komplett durch? Ja, kommt drauf an. Wenn da noch was hinter spielt, dann. Wird's vielleicht ein Prinz hageln? Ah, dumm. Dann hagelt's ein Prinz, glaube ich. Sicher? Glaub ja. Okay.
Ich muss die E verteidigen. Und sein Turm ist eh down. Okay. Die Rekruten machen aber einen guten Job hier. Kenny kommt mit dem Prinzen. Omega Duel. Ey, das war stark wahrscheinlich von ihm. Aber Turm ist down. Er bekommt sich verteidigt, aber es war trotzdem ganz gut gemacht. Okay. Ich glaube, der Prinz war dumm von mir links. Ich hätte den nicht spielen sollen. Deadshot, sehr, du bist einfach ein dreckiger Hater. MSVH. Ich weiß nicht, ob du dumm bist, aber du bist mir extrem komisch, Digga. Ist mir extrem komisch. Komischer Zeitgenosse. Ich glaube, das macht keinen Sinn, weil er Feuerball hat, fällt mir gerade auf. Ich weiß nicht, was du vorhast. Ja, weiß ich auch nicht. Floppy, immer wenn wir was machen, kommen komische Leute von dir rüber. Kannst du die bitte bei dir lassen? Ja, die sollen bei mir. Bleib mal bei mir, komische Leute. MSVH, rüber wieder, Digga, komm. Komm zu Papi. Er hat ein fettes Problem. Er hat ein ganz fettes Problem. Ah, die Karre kriegt gute Value. Ah, es war stark verteidigt. Jetzt kommt ein Hunter, ganz, ganz spät. Hunter kommt jetzt! Oh, alles klar, Digga, Hunter kommt gar nicht. Hä? Lightning Nado reicht, oder? Nee, reicht nicht. 70. Nee, reicht um 7 AP nicht. Er schreibt good game, aber weiß er nicht, dass es nicht reicht oder will er es nicht wissen? Warum Feuerball er nicht früher? Er hätte eine Connection bekommen. Nichts, oder? Er hat doch nichts, oder? Nee. Er muss jetzt Kara Knick setzen, ja. Oh nein. Reicht ein Golem-Hit? Halt's Maul, Flo! Oh nein, du gewinnst das! Oh mein Gott, ich hab's fast gechoked. Ich hab's fast gechoked. Ich hätte früher den Bomber setzen müssen. Es war klar, dass er Karin kriegt, weil er kann es nicht verteidigen. Schade. War ein bisschen dumm von mir. Junge, du bist mega gut dabei jetzt. Du bist Top 50 der ganzen Welt. Aber ich krieg auch gerade die hohen Oschis. Ich krieg wieder plus 34 und die Gegner spielen nicht mal so gut irgendwie. Also ja, wenn du jetzt jedes Game gewinnst, kriegst du 10 Subs. Ja, true. Also das liegt in deiner eigenen Hand, Digga. True. Wenn du jetzt wirklich krass clasht. Es liegt halt auch daran, dass wir so ein kurzes Duell nur machen. Weil ich halt 21 Uhr mache. Weil wenn wir länger machen würden, dann. Ich habe Zeit für ein 12-Stunden-Duell. Digga, dann würde das verwenden, dann wäre das einfach so ein 10-Global-Duell oder so gewesen. Duel. Ich finde keinen Gegner, hallo! Wir hätten um 100 Subs giften. CR ist tot. Subs-Gifts-Duellen drin. So. Junge, was geht denn jetzt hier auf einmal ab? Wie sollen wir denn jetzt live trainen? Oh, Digga, ich finde keinen Gegner. Ja, ich höre gegen CS aber dead. EM DJ, Titel lesen ist sehr, sehr nice. Nein, Gissi, das kannst du selbst machen. Junge, CS ist tot, ich will keinen Gegner, das nervt. Danke. Also das ist echt schwierig gerade. Wieso findest du King? Der King, der ist über mir und spielt normalerweise Hawk Firecracker, glaube ich. Wir sind fokussiert und wir gehen rein. Ja, ich muss sagen, ich verbinde mit dem Namen auch minimal was mit Hawk Firecracker. Aber nee, es ist okay. Schade. Ich habe gerade voll beliebt an den Firecracker, aber gut. Ja, perfekt. Einer schreibt, Flavi, du bist der guten Form, bald wieder E-Sport? Fragezeichen. Auch mega lieb. Also nur für dein Verständnis, NMD. Wir spielen gerade Ladder und ich spiele ein Deck und dass ich mit Golem klarkomme, das ist, glaube ich, allen bewusst. Aber im E-Sports geht es nicht darum, mit Golem klarzukommen, sondern es geht darum, mit vielen verschiedenen Decks klarzukommen. Und das ist der brennende Punkt. Aber ich will natürlich trotzdem mein Bestes geben in den Brackets und so weiter. Und werde versuchen, auch ein bisschen zu practicen dafür jetzt. Brennender Punkt, Omega Lul. Das war schwierig. Eine gute Goblin-Gang von ihm. Ich war echt stark. Dann bitte nicht Princess Brücke machen. Oh, ja, es ist nicht so einfach gegen Tesla, er wird mich irgendwann eine Woche zeigeln. Ja.
Das Ding ist, viele denken immer, das ist der größte Freewin für Mauerbrecher, weil man halt Lock hat, schnellen Cycle und so weiter. Aber das Problem ist, Warn hat die Hunter-Variante und die hat nicht so einen schnellen Cycle. Ja. Und Tesla ist auch gut. Ja. Und Tesla ist besser, deutlich besser als Inferno. Oh mein Gott. Hä? Hä? Warum wird nicht der Miner gefokust? Hä, hey, das war übel unlogisch. Danke dir. Aber jetzt sind wir mit dem Golem Ice Wizard Goblin Cage. Können wir in den nächsten Tagen mal machen. Aber ich bin nicht so ein Fan von Goblin Cage Golem. Weil ich eher... Ich bin eher ein aggressiver Golem-Spieler. Ich bin nicht so ein defensiver Golem-Spieler, der bis Triple X erwartet, bis er einen Golem setzt. Eher ein aggressiver Clasher. Ja, ich bin eher ein aggressiver Clasher. Glaube ich. Was? Oh Baby, das ist eine richtig fette Doppel-Connection! Das war wunderschön, aber wieso ist der Tesla so... Also war das so eine Millisekunde? Man hat ja gar nicht gesehen, dass er sich ausgefahren hat. Holy shit, was das war das? War Timing Royal vom Urgroßenkel. Alter, Timing Royal, wie geil. Also das war wirklich ganz, ganz Timing großes Royal. Clashen, Digga. Ich hasse Prince an der Brücke so hart. Das nervt mich auch hart, Digga. Früher wurde das nie gemacht. Na. Ja. Mittlerweile clashen die Leute echt dreckig, ne? Na, ja. Ja. Gut zusammengefasst, Royal. Okay. Wir müssen noch eine Connection bekommen. Kriegen wir einen Weiner Hit? Ne, Digga. Ne, Digga, einfach nicht kein Hit mehr. Das wird aber ganz, ganz knifflig, meine Freunde, ne? Ja. Oh. Schade, war eigentlich well played. Das war ein guter Versuch. Ja. Es nervt mich hart, Digga, weil ich irgendwie seit einem halben Jahr kein Damage mehr bekommen habe. Krieg ich einen Hit? No. Beziehungsweise immer nur auf der falschen Seite. Ja, jetzt müssen wir mal gehen. Oh. Ja, aber das reicht noch nicht. Oh mein Gott, nein. Reicht Rocket Lock? Ja, reicht, glaube ich. Och, Junge. Wait a second. Er hat kein Elixier für Rocket Lock. Er hat kein Elixier, du hast... Let's go! Oh mein Gott. Ja, Mann. Das war ganz, ganz wichtig. Well fucking played. Und rein ins nächste Game. Wir können jeder noch ein Spiel machen, es passt genau. Okay, jeder noch ein Spiel. Genau. Jeder noch ein Spiel. Na, wenn du gewinnst, hast du eh gewonnen. Ja. Ich, also außer ich krieg jetzt plus... Nee. Ja, du hast so gut wie gewonnen. Also wenn du jetzt gewinnst, du hast 4 Pokale Vorsprung. Also wenn du gewinnst, hast du gewonnen. Der Gegner ist hoch, ja. Okay, wenn du gewinnst, hast du gewonnen, der spielt Packer. Gewinn hab ich gewonnen. Das war der Packer-Typ, der komplett gut gespielt hat gegen mich. Dieser Packer-Schwitzer. Oh, der Packer-Typ? Okay, dann nutze ich einfach. Aber gegen Packer ist es okay, das Matchup. Okay. Du hast Matchball. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, Matchball zu haben? Fühlt sich extrem unerwartet an, aber das Problem, was ich hier gerade habe, ist... Der Druck ist hoch, ne? Dass meine Starterhand extrem unangenehm ist. Klar. Aber okay, er sagt auch, ne? Dann ist auch nicht schlecht, nicht gut gewesen, scheinbar. Wie heißt dein Stuhl? Kevin. Also. Ja, mein Stuhl ist auch Kevin tatsächlich. Ja, also die SK-Chairs sind von Noble Chairs und ich kann ihn nur empfehlen, ist sehr gemütlich. Also ich. Hashtag Ad. Ist halt teuer, aber ist gute Qualität. Also
Also wenn ihr das Geld übrig habt, ne, und euch einen richtig geilen Stuhl holen wollt, euch euer Rücken extrem wichtig ist, Digga. Ey, du hast es so gut zusammengefasst. 1:1, genau, das ist... Bitte kill ihn. Das war gut verteidigt von ihm. War es wirklich... Ich muss jetzt einen richtig weirden Nado spielen. Der war echt weird. Vor allem, weil jetzt ein Elixier nicht so geil ist. Hat er so viel Elixier mehr als ich? Also, wenn 7 für dich mehr ist, so gefühlt, ja. Wait, what the fuck? Markus, hä? Alles gut bei dir? Bitte nicht spammen. Junge, wieso hat er so viel mehr Elixier als ich? Hilfe! Aber er hat halt Poison, das ist gut für mich. Er geht rein. All in. Ein Lütning. War nicht schlecht, ne? Ah, guter Sepp von ihm. Mhm. Hätte er ein bisschen früher spielen können, hätte er noch mehr Damage bekommen. Das stimmt natürlich. Aber vielleicht hat er überlegt, ob ich ihn spielen soll oder nicht. Jetzt gibt's den Okay, jetzt gibt's den Packer hinten. Packer hinten. Gegen Golem. Oh nein, bitte, der Golem muss vor die Bandite. Ja, schafft er. Ja, schafft er. Oh, wichtig. Die Bandit war halt hard wasted. Es gibt ja gleich einen geilen Lightning, oder? Oh! Ich hab gewonnen, glaube ich. Hä? Nee. Nee, noch nicht. Habe gewonnen. Gar nicht gewonnen, Digga, einfach. Gar kein Damage bekommen gefühlt. Ich hab gelogen. Junge, was ist ein Call, Digga? Ich hab gelogen, ey! What the fuck, was ist das jetzt? Der presst alles zusammen. Ja, Bomber kriegt so viel Value. Alter, nur wegen dem Bomber. Junge, Bomber ist halt low-key so eine OP-Karte. Ja. Dann will ich jetzt Banditen. Okay, er wird Minionsen. Nö, jetzt macht der andere Lane Packer, oder? Nö, natürlich. Aber er muss doch was setzen von den Banditen, sonst lässt du die einfach durchlaufen. Ach, Bruder, komm. Oh! Okay. Hä? Nö, oh Mann. Okay, ist das ein Packer? Das ist halt so viel Golem Damage, ne? Nein, oh mein Gott, er hat mich predicted. Ich bin so. Nein, gut. Das war stark von ihm. Ja, ich hab verloren. Ja, das wird schwierig jetzt zu verteidigen. Seppis kommen rein. Aber er hat auch noch einen fetten Push auf der rechten Seite. Ja, aber er hat meinen Turm, oder nicht? Sepp, reicht Sepp? Nee, noch nicht. Reicht Sepp? Digga, fuck, man, der choked! Oh, Sepp reicht! Wie viel macht Sepp? Er hätt's verloren gehabt. Wie viel macht Sepp? Wie viel macht Sepp? 62, wie viel macht Sepp? 70. Oh mein Gott, wie bitter. Wie bitter. Das Ding ist halt, wieso war da eigentlich, was hat dann am Ende noch connected? Da waren 100 irgendwas stand am Tower. Dann habe ich Nado gespielt. Und ja, ich weiß, noch Minions oder so. Minion. Okay, letztes Game. Entweder gewinne ich. Ich habe wegen 8 HP verloren. Wenn ich gewinne, gewinne ich. Wenn ich verliere, verliere ich. Ja, so gut. Es wird episch! Ja. Omega Lul. So, du hast 600. Ja, genau. Genauso ist es. Wenn du gewinnst, gewinnst du. Wenn du verlierst, verlierst du. Alter, es ist jetzt all in. Das ist jetzt all in, Morten. Es wird ein episches Game, Digga. Der Druck ist hoch. Ich werde von Caparuzzo in einem Clash Royale Game herausgefordert. Perfekt, Digga. Ist das? Perfekt. Ja, das ist Caruso. Cool. Lul. So, Twitter mal eben öffnen. So, wenn Morten das Game findet. Ich muss nicht mal eben Bescheid sagen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich eine Minute zu spät bin oder so. Lul. Wir sind in einem Game. Wir spielen Rafael Brandao. Es wird ein wichtiges Game. Wird es ein 1 HP los? Okay, gucken, was ist Giant First Play. Good Game von Rafael Brandao. Bitte kein Sparky, Digga. Giant Graveyard. Aber was für ein Giant Graveyard Deck? Warum hat er so komische Karten? Warum spielt er so? Oder ist es einfach Giant Double Prince? Bomber. Warum hat er Bomber? Da kommt der Graveyard. Lock rein, ja. Oh, der Hunter Door! Dummer Hunter! Oh mein Gott, so viel Damage, weil Truppen dumm sind. Du spielst gegen Giant Graveyard Bomber.
Der Bomber ist irgendwie random in seinem Deck einfach und ist gut gegen dich, kann das sein? Ja, Bomber ist ganz gut, okay. Wir kriegen ein bisschen Damage raus. Giant Graveyard Bomber mit Pfeile Snowball. Er hat gute Spells. Ja, er hat gute Spells. Er hat Bomber und gute Spells gegen dich. Also, er kann es auf jeden Fall gewinnen, wenn er richtig wenn er einen guten Plan hat, ne, und dann auch wirklich gut clasht. Ja, wenn er gut clasht, kann er das gewinnen. Dann würde ich ihm das auch gönnen. Ja, ich nicht. Aber okay. Mal schauen. Ja, die 50 Euro wünscht ihn, die. Oh mein Gott, okay. Er lässt die Nachtex down gehen und zeigt sich mit einem Riesen nach hinten reinzugehen. Weiß ja nicht. Nightwitch macht sich den Hunter down? Nee, ne? Nee, auf keinen Fall. Nö, überhaupt nicht. Oh, Baby, das ist doch. Alter, das ist auch wirklich großes Clashen hier! Wait, what? Großes Clashen! Hat gerade Barbaren Bomber gespielt und hat trotzdem einen Hit kassiert. Ja, weil es einfach großes Clashen war. Ja, gar keine Frage. Aber. Wir kriegen einen Hit vom Board weg, okay, dann entscheidet sich das so zu spielen. Einfach null Elixier. Leute, ihr mit eurem Passwort, Digga. Wir sind hier gerade übelst am Schwitzen und der halbe Chat ist beim Passwort, geil. Perfekt. Das Turnier kommt hier nach, also wenn ihr den Emote holen wollt, dann könnt ihr da gleich joinen. Leute, ich verstehe auch nicht, der Emote ist halt wirklich nicht so besonders, Digga. Hast du die Klausuren bestanden? Ich sehe, er kriegt die Ergebnisse erst später, also erst ein paar Wochen oder so. Ich habe die Ergebnisse noch nicht. Aber oh wait, was ist happening? Das ist ein guter Bombenturm, glaub mir. Aber ich denke, ich habe alle bestanden. Aber ich habe die Ergebnisse noch. Den Bombenturm an. Das ist halt wirklich einfach bisher sehr, sehr gutes Clashen. Ja. Das ist strong gespielt von dir. Aber wir müssen weitermachen. Aber ich hab trotzdem. Oh. Ich habe nie aufgegeben, an Raphael Brandauer zu glauben. Wenn der Hunter Splash, ne? Das wissen wir beide, dann war's das. Ja. Noch nicht. Warte. Noch nicht 100%, aber so 90, oder? Das war's. Das war's! Ja, das war's. Wir gewinnen das Game. GG's. Ey, aber, dass ich überhaupt die Chance hatte, hier gerade eben mit diesem Game, das zu gewinnen, dass es so knapp war und so eine spannende Challenge, hätte ich nicht erwartet. Ich muss sagen, well played, Mountain Royale. Wir sind beide in der Top 100. Hat Spaß gemacht. Ich werde dir die 10 Subgifts rüberhauen später. Und, danke, Florian.